Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter. Wir sind Folge Nummer 8 von Simotrans mit dem Comic-Pack. Ja, letztes Mal haben wir hier eine Kutsche ausgemustert von Mettmann nach Jena, weil die über war. Und da waren ja drei ja nicht eingestiegen in den Zug. Das ist aber alles passiert. Jetzt müssten wir halt gucken, wie wir weiter vorgehen. Und zwar würde ich jetzt sagen, schauen wir mal so die Bushaltestelle hier rein. Eisling, Jena, Roßlau fahren 3. Ja, wir können uns mal gleich nach dem Intro den Zug, der nach Roßlau fährt, anschauen, was der so macht, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, da sind wir drin. Gucken wir mal rein. Oh, das war die falsche Taste. WASD, ne? Wo ist denn unser Zug hier für Roßlau? Da kommt er. Was haben wir drin? 41 Passagiere, das ist schon mal gut. Steht noch was am Bahnhof? Ja, 8 Passagiere nach Lübeck über Roßlau. Okay, die fahren erst da und dann nach da. Und 18 Passagiere direkt nach Roßlau. Das kann der machen, gar kein Ding. Jetzt müssen wir nur mal gucken hier, was ist denn hier so los auf der Strecke. Hier fehlt es irgendwie so ein bisschen an Kutschen, oder? Da ist noch eine. Ist nämlich ein sehr, sehr weiter Weg, ne? Wie ich sage, jetzt nur eine Kutsche läuft da. Ne, da ist noch eine. Nochmal 6. Ist klar, die sind voll. Und wann kommt Lübecker? Da. Oh, Lübecker hat schon Haus gebaut. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir uns hier jetzt drum kümmern. Wie sieht es denn aus hier? Wir fahren hier nach Eislingen, fahren 6 zurück. Okay. Nach Jena wollen nochmal 6, das sind 12. Und nach Naumburg, Rathaus über Roßlau, das sind nochmal 3. Und Roßlau, der. Oh, das sind 27 Leute alle in eine Richtung nach Attendorn. Was ja hier hinter noch ist, will keiner. Fährt da einer mit? 3, ist noch nicht mal ausgelastet. Gibt es noch weitere Kutschen da drauf? Oh ja, aber hier ist wohl was falsch, oder? Wenn die erste nur 3 hat, dann hat die keiner. So sieht's aus. Die hat auch keinen. Und die hat auch keinen. Dann würde ich mal sagen, da auf dem ersten Stück eine Kutsche fehlt, kriegt die erstmal hier einen anderen Fahrplan zugeteilt, ne? Das war jetzt Roßlau. Roßlau. Lübeck. Ne, Lübecker Roßlau muss es sein. Da ist es. Dann fährt die da lang. Wunderbar. Gut, die fährt schon dahin dann. Weiter nach Attendorn. Gucken, was wir bei Attendorn noch machen müssen. Und oh, da ist noch eine Kutsche. Na komm, dann machen wir. Ja, dann machen wir beide hier hin. Die kriegt auch noch ein neues Fahrziel. Lübecker Roßlau, die kann dann auch da lang fahren. Das macht nämlich auch keinen Sinn, so viele dann. Das sind ja schon 3 drauf hier. Ja, ist eine weite Strecke, aber das andere ist auch eine weite Strecke. Oh, hier ist auch ein bisschen ausgebaut. Aber hier läuft es noch. Wie sieht es in Attendorn aus? Da ist keiner. Okay, dann sind die Kutschen wahrscheinlich nur. Nee, in der Richtung sind ja auch keine unterwegs, Leute. Naja, aber lass die 3 da drauf, dann passt das schon. Lübecke ist okay. 2 Kutschen kommen dazu. Ist ja auch okay. Roßlau haben wir dann hier. Nee, knapp vorbei. Hier muss Roßlau irgendwo kommen. Da ist Roßlau. Wie sieht's denn da aus mit Weiterfahren? Ja, 5 Attendorn. Okay, aber fährt keiner tatsächlich in Richtung Mettmann. Aber ist nicht schlimm. Zug kommt da gleich an. Wie viel stehen denn hier für da oben? 3, 25, 25. Okay, gucken wir nach Jena mal gerade runter. Hier ist noch nichts ausgebaut. 21. Nach Zittau keiner. Die sind auch gerade alle abgefahren, weil da 3 Kutschen sind. Wie viele sind denn drin? 0, das ist schon mal schlecht. Nochmal 0. Ja, 3 Kutschen nach Zittau, aber eine hat Passagiere drin. Okay. Aber hier vorne fährt auch noch eine. Nochmal 6. Wo ist Zittau? Da ist Zittau. Wie viel sieht es denn hier aus? Okay, das lohnt sich aber für den Rückweg wenigstens. Die wollen da alle wegfahren. Das ist schon mal gut.
Gucken wir in der Karte. Wir sind hier. Was haben wir denn hier unten noch für ein Städtchen? Ich weiß nicht, welches das war. Bad Zwischenahn, okay. Oh, da müssen wir was bauen. Ja, da sollten wir mal über die anderen Städte auch noch gucken, dann denke ich mal. Hier, die wollen ja auch irgendwo hin. Passagieraufkommen 2. Das heißt, wir müssen hier die erste Bushaltestelle anschließen. Das bedeutet, wir brauchen Fahrzeuge hier. Ich glaube, die kommt schon direkt hier hin, ne? Das ist wohl anders im anderen Pack, oder es sind. Ja, nee. Das müssen wir mal gucken. Aber das passt ja dann. So, und dann gibt es hier schon den ersten Stadtbus, ne? In Zwischenahn. Bad Zwischenahn. Hier, dieses kann ich jetzt nicht wegmachen, ne? Oder? Doch, keine Linie löschen. Da. So, und dann brauchen wir eine neue Linie. Das ist der Stadtbus Bad Zwischenahn. Nee. Doch. Das passt. Und der fährt von da nach da. Und das Ganze nicht mit einer Mindestbeladung, sondern mit einer Wartezeit. Und ich würde sagen, alle 2 Tage fährt der. Passt. Sehr gut. Dann müssen wir nach Mettmann jetzt und einen Bus auf die Linie setzen. Da ist er. Wird zwar ewig dauern, bis der da ankommt, aber das ist halt so. Und das war Stadtbus. Das wird Bad Zwischenahn. Los geht die Reise. Erledigt. Das war da. Was ist hier? Eine Brücke, ne? Oder? Ne, da fährt eine Kutsche. Okay. War da Zittau irgendwo? Irgendwo war doch hier Zittau, ne? Ne, Zittau war da, aber Ende. Genau. Von wo kommen die denn hier? Von Weiterstadt nach Zittau? Ist da kein Ding inzwischen so weit bis nach Zwischenahn? Keine weitere Stadt? Sieht wohl so aus, ne? Ja, und da ist tatsächlich nichts, ne? Doch, da unten Naumburg ist noch da. Oh, Naumburg braucht auch eine Haltestelle. Okay, dann machen wir da auch einen Stadtbus gerade noch. Ja, 1, 2, 1, 2, 3. Okay, das passt. Das heißt 1, 2, hier muss die Bushaltestelle hin. Warte, das muss da sein. Sehr gut. Dann kommt da eine neue Linie. Das ist da. Von dort nach dort wird gefahren. Das heißt hier auch Stadtbus Naumburg. Keine Ahnung, wo das Naumburg ist. Gibt es ein paar in Deutschland, glaube ich, von. Hier switchen wir um auf feste Abfahrtszeiten und auch hier machen wir 15 raus. Dann ist das erledigt. Dann geht die Reise nach Mettmann. Was da ist. Und dann gibt es da 1, 1, Stadtbus, Naumburg. Starten. Jetzt bin ich gerade noch am Überlegen. Ich hoffe. Also, warte, gehen wir Linienverwaltung und Naumburg. Also Bad Zwischenahn, Naumburg gibt es. Okay, und dann gibt es Naumburg auch Richtung Weiterstadt, passt auch. Okay, dann ist das ja alles richtig. Ich dachte schon, wir hätten da vielleicht einen Fehler gemacht bei der Linienverwaltung. So, nee, dann gehen wir nochmal wieder auf die Karte und schauen mal. Hier hinten waren wir, das war jetzt Bad Zwischenahn, ne? Genau. Und hier lag Naumburg. Und dieses ganze lange Stück ist nix. Bis nach Weiterstadt. Da ist aber auch nichts. Hier unten gibt es Öhr. Das ist auch gut. Hier ist Neften. Netfen. Das ist auch gut. Da ist nur eine Brücke, ne? Und hier unten müsste Hamburg sein. Okay, das passt alles. Wenn hier.
Nitfen. Ich glaube, da gibt es keine Stadt zwischen. Das war direkt nach Eislingen, ne? Oder? Ja, sieht so aus. Oh, hier müssen wir auch ausbauen. Da gibt es auch noch einen Stadtbus. Neue Linie. Achso, Haltestelle sollten wir auch noch machen, sonst wird es nichts mit der neuen Linie, ne? Bushaltestelle mit Briefkasten passt. Ja, müssen wir erstmal gucken, ob es überhaupt hinkommt, ne? Hier ist es. 1, 2, oh, genau dahin. Und das da. Warte mal, da ist die Busse 1, 2, 1, 2. Okay, müssen wir verlängern. Reicht aber der einfache Weg. Und dann muss der dahin. Passt. Wunderbar. Das sieht gut aus. Das war die falsche Taste. Okay. Nochmal Linienverwaltung. Die Linie hier aufgerufen. Also Fahrplan. Hinzufügen ist dann von da nach da nach da nach da. Und warten für Nestbeladung? Nee, sondern Abfahrtzeit alle 14 Tage auch. Können wir auch so machen, ne? Nee, 15 Tage. Zweimal im Monat. Und das Ganze heißt Stadtbus Eislingen. Schuss. Läuft. So, Stadtbus haben wir schon einige tatsächlich. Ja, mit dem Dingen sieht es ein bisschen komisch hier aus. Machen wir mal gerade weg, ne? Ja, sieht aber ganz nett aus. Und so kommt es wieder. Aber das ist halt wegen dem Wasser irgendwie so, ne? Okay, das haben wir dann. Ja, gehen wir wieder auf die Karte gerade nochmal gucken. Mettmann ist dann ja schon wieder, aber hier ist ja nichts. Jena ist auch nichts. Doch, das ist ein Haus da, aber das ist noch im Gartenbereich. Und wir hatten hier noch Zittau. Und Zittau ist auch so gewachsen, dass es passt. Roßlau ist noch nichts. Ja, Lübecke ist klar. Und Attendorn ist klar. Gut, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen was geschafft, denke ich mal. Jetzt sind da noch so ein paar Überlegungen zu machen. Ne? Wie schließen wir weitere Dinge an? Ach, hier oben sind ja auch noch zwei Städte, ne? Oh, siehe da. Die muss man auch noch anschließen. Dann machen wir noch schnell hier ein Ding ins eine Stadtbuslinie hin. Okay, da müssen wir erst was wegmachen. Ne, das war falsch. Das ist richtig. Und dann das. So passt es. Und das können wir schließen. Das öffnen. Dann brauchen wir das. Ich schließe das hier an. Und dann eine Bushaltestelle mit das. Abgedeckt. Wunderbar. Krass ist, dass die hier über den See so eine Brücke gebaut haben. Und dann neue Linie. Passt. Das wird der Stadtbus Palenberg. Und der fährt von da nach da. Hat hier auch eine Mindestbeladung. Eine feste Zeit. Von 15 Tagen. Und Start. Was ist denn hier mit Eislingen? Fahren die Plus ein oder was ist das? Rückfahrkarte, Fahrzeugliste. Keine Fahrzeuge drauf. Okay, das müssen wir dann nochmal schnell machen. Ne? Da haben wir wohl verpennt was. Eislingen und Palenberg brauchen jetzt noch in Mettmann natürlich ein Fahrzeug da drauf. Gut, dass wir das noch gesehen haben, ne? Das mit dem und Eislingen starten wir. Und dann nochmal das mit dem und
Palenberg starten wir. Ach, geht hier ja nicht. Okay, die Kutsche muss dann noch ein bisschen länger da drinnen stehen bleiben. Beziehungsweise, was hatten wir noch? Ah, nee. Oder? Welche Linie war denn noch so Weiterstadt? Naumburg-Weiterstadt, da können wir vielleicht noch mal einen hinsetzen. Mach das mal. Da muss hier ja irgendwo noch... Ja, da ist auch noch was. Das ist zum Glück alles abgedeckt. Hier müssen wir noch das rausholen. Und dann natürlich hier Stadtbus Palenberg machen, ne? So, jetzt läuft's. Ja, und dann gucken wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, da kommt was raus. Ja, kommt's auch. Hier ist gut abgedeckt. Da oben haben wir das gebaut. Da fahren ja auch ein paar Sachen jetzt schon hin und her. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.